Zucker Gott. Tretet ein, Leute, zur Stimmauszählung und zur Siegerehrung hier beim Zockergott. Und bevor ich damit loslege, muss ich echt mal fett Danke sagen. Anders kann ich es gar nicht. Also ich hab nicht mit so einer Resonanz gerechnet. Ich meine, die Videos, die haben Aufrufzahlen, die sind für meine Verhältnisse jenseits von Gut und Böse. Das sag ich ganz ehrlich. Die Zockergott-Videos haben alle über 100 Aufrufe. Eins hat, glaube ich, sogar über 200 mittlerweile. Boah, ich bin da einfach nur, ich werde da nicht fertig drüber, Leute. Ja, und jetzt würde ich aber mal sagen, genug geschwafelt. Gehen wir mal zur Stimmvergabe. Ich habe zweimal durchgezählt, damit ich keinen Fehler habe und habe auch nochmal von Zipit rüber gucken lassen, ob das mit den Aufrufzahlen stimmt. Der hat meine Liste bestätigt. Und ich mache das hier nicht nach irgendwie Reihenfolge vom Gewinnen, das machen wir dann zum Schluss. Klar, bei der eigentlichen Siegerehrung, bei der Stimmauszählung gehe ich einfach nach dem, was ich auf dem Zettel habe. Moment, da fehlt was. Ohne Rauch nichts los bei mir, ne? So, Kinderfuck dürfen nicht mehr den Scheiß an. Die Vanessa, die hat 3 Punkte bekommen. Der Rick hat ebenfalls 3 Punkte bekommen. Der Lars hat leider nur 1 Punkt bekommen. Der Zebit hat 2 Punkte bekommen. Und der Rimnir, der hat seiner 4. Gut, jetzt fehlt aber noch mein Punkt. Den vergebe ich an dem Zebit und gebe jetzt hier einfach meine Begründung ab, weil ich kann's. Ich fand einfach, dass bei ihm das Gefühl zum Spiel, also die Spielfreude am meisten hochkam. Das ist irgendwie, da war so eine Begeisterung drin in seinem Video. Auch wenn ich jetzt nicht der große Zelda-Fan oder sowas bin, wobei das tatsächlich ein Zelda gewesen ist, was ich auch ausgiebiger gespielt habe. Das kenne ich sogar ein bisschen. Aber da war einfach die Spielfreude so extrem hoch, das war richtig, richtig anstrengend. Anstrengend, nicht ansteckend. Anstrengend war keins von den Videos, die waren alle toll von euch, die Beiträge. Also nochmal wirklich auch Dank an euch Let's Player, die hier die Videos für den Zockergott erstellt habt. Also, ist ja auch diese Arbeit. Auch eine Idee dazu erstmal zu haben, was mache ich da überhaupt oder sowas, alles nicht so easy peasy. Nee, da danke ich euch nochmal dafür. Und jetzt sage ich halt dementsprechend mal noch einen Strich bei mir auf dem Zettel hinter dem Zebit, das habe ich nie gemacht. So. Zack. Eingeblendet haben müsste ich schon. So, dann haben wir so jetzt die Reihenfolge. Normal könnte man jetzt sagen, ja, wird ganz schön eng auf dem Treppchen. Auf dem dritten Platz liegt denn nämlich, mit, was habe ich gesagt, erster kriegt 4 Spiele, zweiter kriegt 3. Mit 2 Spielen auf dem dritten Platz liegt dann der Lars. Damit er nicht ganz so traurig ist, kriegt er aber zu den 2 Spielen noch die Bioshock Splicer Figur dazu. Das entscheide ich jetzt hier einfach mal diktatorisch. So, auf dem zweiten Platz, denn da wird es ganz schön eng auf dem Treppchen, ist denn die Vanessa, der Rick und der Zebit gleichzeitig. Die kriegen dann natürlich die 3 Spiele. Alles kein Thema. Da müssen wir uns dann den Kopf machen, wie wir es machen. Über Discord werden wir uns dann auseinandersetzen, wer denn was bekommt. Ich meine, es ist eine riesen Auswahl. Und ersten Platz wird als Zockergott gekrönt der Rimnir. Der sahnt dann eben 4 Spiele ab, wobei es werden dann wahrscheinlich eher die Steam-Gutscheine sein, Leute. Werde ich mich mit ihm hinhocken, werde ich mich mit ihm auseinandersetzen und alles wird cool. Und ich kann nur noch mal sagen, das war echt eine coole Aktion, wenn man überlegt, dass das auf einer Bierlaune raus war. Und ich habe auch das Gefühl, ich konnte da mal wieder ein bisschen Kreativität reinbringen, wenn es auch ein bisschen fehlerbehaftet zum Teil war, was die Erzählung anging. Aber so hat irgendwie fast jeder was davon. Nee, also hat mir echt gut gefallen. Resonanz war ja super von Seite der Zuschauer. Also waren auch Leute, die vorher nicht auf meinem Kanal waren, haben dann mal vorbeigeschaut, haben sich das angeguckt. Und die Kommentare, die waren ja so viele. Ich meine, klar, musste ich ja dann immer irgendwie einen Gegenkommentar, wenn jemand seine Stimme abgeben hat oder sowas machen.
Und trotzdem, ich bin einfach baff, Leute. Ich bin richtig, richtig, richtig baff. Nochmal werde ich so eine Aktion so schnell nicht machen. Also da ist so ein einfaches Gewinnspiel oder sowas doch ein bisschen simpler, weil das war ganz schön Arbeit, muss ich tatsächlich sagen, dass ich da reinstecken musste. Wobei, ich konnte nicht austoben, weil ich konnte mal wieder Ideen verwirklichen, die mir denn in der Badewanne kamen. Ist ja bloß Heini. Das habe ich dann außer der Badewanne, zack, an den Rechner umgesetzt, fertig. Ja. Da konnte ich mal wieder Spaß haben. Das war richtig, richtig toll. Und Spaß hatte ich dadurch natürlich auch mit euch. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Ja, jetzt sammle ich hier eigentlich bloß noch dummes Zeug. Und ich gratuliere allen für ihre Plätze. Und Rimmel natürlich insbesondere für den Sieg. Und das war's dann jetzt endgültig mit dem Zockergott bei mir auf dem Kanal. Wir haben einen verdienten König. Rimnir, nochmal. Gratulation. Und ich bin denn jetzt mal einfach raus aus der Story hier. Na, haut rein. Bleibt da fein. Bis dann. Ciao.